eine Rede zu halten, ist manchmal nicht so einfach. Man denkt, es gibt zu viele neue Sachen. Die Wissenschaft, die Wirtschaft ist so viel erreicht, dass der Reichtum unglaublich groß ist. Kann man sagen, es gibt für jeden Menschen der Welt ein Brot, ein Zuhause, eine vernünftige Bildung und so weiter. Leider, es ist traurig zu sehen, dass nicht wahr ist. Die sogenannte Demokratie versteht man als seine Ware, die mit Geld kaufen kannst. Das heißt, wenn ich mehr Geld habe, kann ich die Demokratie kaufen. Also, dieses schöne Wort, dieses schöne Konzept, diese schöne Idee, in der inzwischen schon 2000 Jahre alt ist, es ist falsch verstanden, es ist einfach missverstanden. Was verstehen die USA zum Beispiel für die Demokratie? Einfach, es ist eine Art, die Leute zu manipulieren, mit Propaganda zu manipulieren, um mehr Profite, mehr Gewinn zu schaffen. Das ist die Demokratie. Also, eine Ware, die Leute, die viel Geld hat, das kaufen kann. So. Aber für uns einfache Bürger, für uns Steuerzahler, was bedeutet Demokratie? Für uns Demokratie bedeutet die Möglichkeit, dass der kulturelle Umtausch, die Möglichkeit, dass die respektvoll gegenüber den anderen Menschen zu handeln. Es gibt ist die Möglichkeit, dass unsere Hautfarbe, unser Aussehen nicht mehr wichtig sein soll. Also, wir verstehen, dass die Demokratie als eine Hochschaffung der Menschheit, die Zivilisation, die Kultur für die ganze Welt. Demokratie verstehen wir als die Chance für jeden Mensch, zuerst eine vernünftige Wohnung, vernünftige Bildung, Kultur und einen Arbeitsplatz zu finden. Das verstehe ich für Demokratie. Also, Demokratie ohne gute Bildung funktioniert nicht einfach. Demokratie ohne Kultur geht es auch nicht. Demokratie, nur wenn du arbeitslos bist, ja, verstehst einfach nicht. So, ich versuche jetzt auf Deutsch zu reden, weil die Sprache, die noch immer noch besser sprechen kann. So.